Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Wir sind wieder in unserem kleinen Garten unterwegs und ihr seht es, ich fange neu an. Aus dem einfachen Grund, es hat sich so viel verändert. Ich glaube, meine alte Map könnte ich noch spielen, aber es hat sich so viel verändert in der Welt von Grounded, dass ich gerne das ganze Spiel bzw. das Spielerlebnis von Anfang an mit dem neuen Update erleben möchte. Und ich glaube, das ist auch nicht so dramatisch. Wir fangen also wieder von neuem an, sammeln alles ein, was wir so brauchen können. Ja, und so können wir natürlich das ganze Update komplett erleben. Und wie gesagt, jetzt fangen wir neu an. Wir sammeln wieder alles auf. Wir müssen gleich wieder zur mysteriösen Maschine. Ich glaube, jetzt brauche ich nicht mehr ganz so viel erklären. Das meiste habe ich ja schon erklärt in den anderen Folgen. Und vor allem, was jetzt neu ist, das zeige ich euch hier, der Hirnschmalz. Hier kann man nämlich neue Sachen freischalten. Wenn man genug Hirnschmalz gesammelt hat, den sammelt man, wenn man hier Sachen analysiert. Jetzt kriegen wir wieder Hirnschmalz. Und den Stein noch analysieren. Dann können wir uns nämlich die erste Axt bauen. Jawohl, da ist sie. Wir schließen das hier und bauen uns jetzt eine Axt. Nein, wir brauchen erst Seile. So, wir bauen uns Seile. Ja, das fängt jetzt alles hier wieder ganz langsam an. Aber ich denke, ich habe mich richtig entschieden. Hoffe ich zumindest. Wir holen uns jetzt hier noch eben nochmal die zwei Fliegen. Na komm, das ist nämlich gleich Essen. Wir bauen uns nämlich gleich einen Grill. Geh weg da, das will ich haben. Meins. Meins. Ich möchte mir jetzt noch so ein paar Stacheln holen, damit wir auch uns eine... Hier da vorne ist sie, die Distel. Dann können wir uns nämlich eine Keule bauen. Und damit dann gleich in die Höhle gehen. Wir nehmen uns erstmal hier ein paar Stacheln mit. 10 Stück nehmen wir uns mit. 8, 9, 10. So. Jetzt gehen wir wieder zurück zur mysteriösen Maschine. Wo ist die denn? Ah, ich war noch nicht da. Hilfe. Da ist sie. Und holen uns hier noch ein bisschen von dem Harz, weil das brauchen wir ja gleich, um uns eine Fackel zu bauen. Das wisst ihr ja noch, wir müssen ja gleich in eine Höhle. Noch ein paar Steine mitnehmen, weil wir noch einen Hammer bauen müssen. Das nehmen wir auch mit. Wir tun uns mal ein bisschen was zu essen in den Mund schieben. Und noch ein bisschen was einsammeln. Klee können wir auch direkt mitnehmen. Ja, wo ist er hin? Da. Dann können wir uns nämlich gleich eine Kleerüstung bauen. Dann verbrauchen wir nicht so viel Essen und Trinken. So, zackidi zack. Ihr seht schon, das geht alles ein bisschen schneller als in der ersten Folge beim letzten Mal. Weil wir kennen ja schon einiges. Achso, ich wollte den. Dann können wir uns nämlich direkt das Holz mitnehmen und analysieren. Ja, wir sind fix unterwegs. Ein Holz. Und das hier mitnehmen. Na, Kleiner. Nee, du darfst leben. Ich habe entschieden, er darf leben. Er hat mich so süß angeschaut. Den kann ich nicht töten. Ah, du auch hier.
Wir werden von seiner Art noch genug töten müssen. So, jetzt haben wir das. Hier noch ein bisschen einsammeln. So. Hier, komm. Gehen wir hier. Analysieren. Können wir wieder zweimal. Sehr schön. Machen wir erst das hier. Jetzt haben wir hier nämlich die Werkbank bekommen. Und die erste Hirnschmalzaufladung ist fertig. Und ihr seht es, wir bekommen hier die Klee-Sachen, obwohl wir den Klee noch gar nicht analysiert haben. Hier bekommen wir jetzt, ja, Stängelwand. Und was wir noch so brauchen für den Basebau. Das können wir jetzt erstmal hier wegwerfen. Was wir uns bauen können, ist eine Werkbank jetzt. Erstellen. Na, wo ist er denn? Da ist er. Eine Werkbank. Ein Grill. Was brauchen wir dafür? Trockenes Gras. Das haben wir hier. Ja. Wie viel brauchen wir? Ah, noch ein. Ah, hier ist noch trockenes. Sehr schön. Brauchen wir ja auch gleich noch für die Fackel. So. Haben wir eine Aufladung? Nee. Noch ein paar Minuten. Ja, der ist doch an. Okay. Gras und Sprössling. Der Plan für heute ist, dass wir bis zum Burgel kommen. Kein Sprössling. Da sind Sprössling. Und ja, dann wollen wir weiterschauen, wie es weitergeht. Wo ist denn... So, die Kleehaube können wir bauen. Brauchen wir noch ein bisschen Seile. Haben wir ja genug. Der Poncho. Und die Beine, da brauchen wir noch Kleeblatt und Sprössling. Ja, holen wir. Haben wir alles da. Und da wackelt's. Was ist das? Oh, schaut mal. Zwei Marienkäfer. Die werden auch immer mehr. Oh, der Läusehonigtau, der ist aber gut hier. Komm, sterb. Okay. Ich dachte, wir brauchen nämlich auch einen Kopf von den Rüsselkäfern für eine Gasmaske. So, jetzt haben wir das erstmal fertig und wir legen unsere erste Rüstung an. Wo ist denn da? So, wir haben jetzt das Kamel. Heißt, wir halten länger durch. Ey, wo ist denn? Ich hab doch hier Plei. Hallo? Hier hat eine Ameise wahrscheinlich unser Fleisch geklaut. Ich muss sagen, das finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Nee. So, Hirnschmalz. Okay. Ja, das ist blöd. Jetzt passe ich hier aber auf. Das geht so nicht, Freunde. Keine Ameise da. Okay, dann gehen wir Sprösslinge holen noch.
So. Können wir uns nämlich den Hammer bauen. Sehr schön. Das Ding bauen wir uns auch gleich. Heißt, wir brauchen noch mehr Sprösslinge. Ach Mann. Schon fertig? Ja. Hä? Wo's hin? Ach da. Verbrauchen. Oh, schön. Schön, Leckerchen. So, wir brauchen Sprösslinge, Freunde. Hier gibt es keine. Okay. Da, da sind sie. Verstecken sich. Gut, gut. So. Ja, ihr wisst ja am Anfang, da ist es wichtig, dass man immer alles einsammelt, was man so bekommt. Jetzt kommt der Kolben, der erste. Wo ist die Fackel? Aber wir können die Fackel noch gar nicht bauen, wahrscheinlich. Das brauchen wir. Da ist die Fackel, okay. Jetzt bauen wir eine Fackel. Können wir nicht. Wir brauchen Seile. Freunde, wenn ihr das Spiel spielt, baut euch immer genug Seile. Hol mir noch ein bisschen trockenes Gras und Sprösslinge. Dann können wir nämlich direkt zwei bauen. Hier sind Sprösslinge. Hier sind Sprösslinge. Und das war's schon. Hier ist Trockenes. Okay. Sprösslinge. Los, wo seid ihr? Nehmen wir auch noch mit. Haben ja sonst nichts zu tun. okay. Die Zeit verrennt. Die Zeit verrennt schon wieder. Hier sind auch die Minzdrops. Alles einsammeln. Jetzt bauen wir uns die Fackel, dann machen wir die mysteriöse Maschine wieder heile. Fackel einmal und noch einmal. Pass mal auf, und du kriegst jetzt erstmal direkt auf den Nuss. Oh Gott, das sind zwei. Dann drei. Der klaut mir schon wieder was, seht ihr das? Irgendwas hat er mir gemobst. Nicht abhauen. Sterben. So. Und nu? Was hast du denn da gemopst? Maiszuckerbrocken. Okay. Candy Corn nennt man sowas auch. Ungültiges Objekt. Hätte ich das vielleicht noch gar nicht finden sollen? Ich weiß es nicht. Das hat er mir nicht geklaut. Die Ameise hat es mitgebracht. Ich habe sie... ja, falsch verdächtigt. Tut mir leid, Meise. So, wir brauchen aber das ganze Hirnschmalz. Ja, Ameise. Ich habe gerade drei von deinen Freunden auf den Nuss gegeben. Ja, schade. Hast Schwein gehabt. Du bleib hier. Jetzt kriegst du auch. Brauch dich sowieso für die Ameisenrüstung dann. Dann können wir dich auch direkt umhauen. So, auf zur mysteriösen Maschine. Ah, wir müssen auch gleich ein Bett bauen, ne? Anschalten. Dann müssen wir das hier abholzen.
that worked properly. It seems like the machine needs all three lasers to function. Perfekt. Was brauchen wir denn für ein Bett? Ich kann auch gar kein Bett bauen. Oh, das ist blöd. Okay. Wir sammeln weiter ein und gehen zum Laser. Ich muss erstmal hier ein bisschen aufräumen. Steine hier rein. Die Keule auf die 1. Steine da weg. Das. Okay. So, weiter geht's. Hast du einen Kopf dabei? Nee. Wo ist denn der Laser? Da. wieder verlaufen fast. Ihr kennt das, ich verlaufe mich immer gerne. Hä? Wieso ist denn dieser scheiß Stein schon wieder da? Ich will den da nicht. Wo ist denn jetzt meine Axt? Ach, da. So. Jetzt hauen wir die Milben auf den Kopf. Zack. Zacki. Und auch auf die Birne. Aber wir müssen jetzt die Fackel ausrüsten. Und nehmen uns die Axt. Und jetzt geht's weiter. Auf. Ey. Und tot. Die roten Milbenpelze, die brauchen wir natürlich dann für Pfeil und Bogen. Das wisst ihr, da brauchen wir, um die Pfeile herzustellen. So, zack, zack, zack. Die Dinger nehmen wir auch mit. Den Quarz. Erstmal alles abbauen. Erstmal alles abbauen jetzt. Dann aufsammeln. Zacki. Zicki, zacki. Nehmen wir mal 20 Stück mit, denke ich. Wie viel haben wir? 12, 13, 14, 15, 18 und 19. Ja. 19 reichen auch erstmal. Das nehmen wir mit. Hier vorne ist irgendwo noch ein. Wo ist er denn? Ah, da. Das nehmen wir auch mit. Zacki. Ein Skap. Oh, mein Inventar ist voll. Hä? Ach, das liegt jetzt da rum. Ach, okay. Was kann ich da wegschmeißen? Das kann ich einmal nehmen. So, jetzt können wir das wieder mitnehmen. So, let's go auf zur mysteriösen Maschine, die mysteriöse Maschine heile machen. Und dann geht auf zum Burgel. Ich hab doch hier was gehört. Dann geht's auf zum Burgel. Und dann ist die Folge rum. Wir haben viel erreicht. Ich nehme mal noch mit. Ach, du auch. Er wollte auch mit. Ah, wieder voll. Wir sind wieder voll. Das ist gar nicht toll. Gut. Nun lass mich in Ruhe, Freund. Kann ich nicht mehr tragen. Ich hab die. Warum? Warte mal. Hier. Ah, okay. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch den zumindest drei Teile analysiert kriegen. Na, zwei nur. Einmal das Kleeblatt.
Ein Vorratskorb. Okay. Was haben wir noch? Das Seil haben wir auch noch. Bin nur ein bisschen verwirrt, dass ich mir kein Bett... Doch, kann ich. Kann ich. Kleeblätter brauchen wir noch. Okay. Nach Trinken Ausschau halten. Ja. Jetzt raufhauen. Da ist er. Oh, Dankeschön. So. Knopf drücken und ihr wisst ja schon, was passiert. So, jetzt geht los. Auf zum Bürgel. Hier war immer noch ein. Da ist er. Den nehmen wir noch mit. 100 Punkte. 100 Gummipunkte. Noch ein bisschen Essen. Ach, mein Inventar ist voll. Ja, das läuft ja. Auf zum Baum. Aber das Schlimmste ist ja jetzt wieder, dass uns die, wie heißen sie, die Wolfsspinnen total nerven werden. Die sind nicht eingesperrt. Ich habe keine gute Rüstung. Heißt, wenn die uns wieder hauen, sind wir wieder tot. Ist nicht schön, aber ist so. Ja, hallo? Hallo? Geh weg. So, jetzt wieder aufpassen hier. Sind sie am Schlafen? Ja, sind am Schlafen. Okay. Wir können uns also frei bewegen. Also fast. Manchmal läuft ja hier noch eine rum, die nicht am Schlafen ist. Ach, in meiner anderen Welt, ihr wisst es, habe ich hier alles zugebaut. Aber unser Schloss ist auch nicht da. Unser Schloss ist auch weg. Aber Freunde, wir bauen hier alles wieder neu auf. So, aufpassen, hier kommen auch manchmal die Viecher raus. Ihr wisst es, da ist eine Höhle, eine Öffnung. Deswegen schnell zum Bürgel. Achso, ich wollte mir noch ein Zelt bauen, weil ihr wisst ja, da unten sind Roboter. Und die hauen einen gerne mal um. Und wenn man dann hier keinen Respawn-Punkt hat, steht man nämlich ganz schnell mal dumm da. In der nächsten Folge bauen wir uns dann unsere Eichelrüstung. Hallo? Jetzt. So, jetzt kommt ein Roboter. Wo ist er denn? Hey. Okay. Da ist er. Oh, er macht gut Schaden. Ui. Und wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Ich wollte euch noch was zeigen. Hier unten ist nämlich das erste neue, was mit dem Update reingekommen ist. Ein Milchzahn. Den kann ich aber noch nicht abbauen.
Da brauche ich erst den Hammer der Stufe 2 für. Mal ein paar Punkte mitnehmen. Was analysieren wir mal? Das hier. Sehr schön, den Pfeil können wir jetzt machen. Den Quarz. Reparaturwerkzeug, okay. Das benutzt man so selten. Was machen wir? Die Ameise oder das hier machen wir. Ne, komm. Mit dem blauen Rufzeichen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht gibt es da mehr Punkte für. Ja, 25 Punkte. Gab es da gerade auch 25 Punkte? Ich weiß das nicht mehr. So, Ameisen. Rüstung auch soweit freigeschaltet. Den Burgle Quest. Den Burgle Chip mitnehmen. Unserem kleinen Robby aufhelfen. Ja, jetzt quatscht er erstmal und in der Zeit holen wir uns das hier. Mach nur Sound. Er braucht jetzt immer eine Weile. Das warten wir noch ab. Jetzt geht's weiter. I don't suppose you would know anything about that. No, why would you? Okay, moving on. The batteries here are completely drained, so we'll need to charge them up. In the meantime, I'll stay here and work on repairs. I'm also happy to answer whatever questions you might have. Hello there. Acting. Jetzt können wir ihm hier. Komm schon. Achso, nee, das wollte ich ja nicht. So, jetzt haben wir den Burgle Chip. Sehr schön. Die Aufgaben, die Quests, eine Trinkflasche bauen. Ah, der Dschungeltempel jetzt schon. Und Fliegen töten. Den Dschungeltempel können wir direkt aufgeben. Was können wir denn kaufen bei ihm schon? Das nehmen wir direkt mit, weil dann können wir nämlich Treppen und sowas bauen. So, das kaufen wir uns direkt. Haben wir uns direkt gegönnt hier. Sehr geil. So, das nächste analysieren. Und dann ist die Folge auch schon für heute zu Ende. Ich werde jetzt zwischen den Folgen noch mal eine kleine Ecke aufbauen, wo wir dann auch Kisten hinstellen, damit wir nicht immer so vollgeladen sind und so weiter. Ich werde also ein bisschen vorbereiten. Hier, das öffnen wir noch. Ich werde also ein bisschen vorbereiten für die nächste Folge. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Denkt dran zu abonnieren, um keine weitere Folge Grounded zu verpassen. Und das nehmen wir auch noch mit. Sehr gut. Wie gesagt, denkt dran zu abonnieren, um keine weitere Folge Grounded zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.